Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Death Stranding. Ja, im letzten Part, die arme Fragile hat was durchgemacht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir das Wasser betreten. Wo müssen wir da eigentlich hin? Da ist unser Ziel. Hätten wir jetzt ein Boot, ne? Naja, wir haben im letzten Part hier so eine hässliche Atombombe entsorgt, die eigentlich eine Stadt hätte zerstören sollen oder was auch immer. Wieder im Fragiles Namen. Der gute Higgs. Was plant er? Was hat er vor? Möchte er Fragile weiter quälen? Oder testet er uns und unser Können? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Aber wir haben auch gesehen, was er mit Fragile gemacht hat. Und das war schon echt Folter. Vor allen Dingen im Zeitregen. Im Zeitregen laufen lassen. Uff. Das ist schon hart. Und dann auch ohne Schutzkleidung. So böse der Mann. So böse. Echt, ey. Jetzt haben wir einen Grund, ihn zu bekämpfen. Wir wissen ja auch warum. Ich weiß zwar nicht, ob ich Fragile immer noch sympathisch finden soll, aber naja. Sie hilft uns auf jeden Fall und dann helfen wir auch. Ich denke mal, früher oder später wird er nochmal auf uns zukommen. Wie fies vor allen Dingen auch. Einfach so erschienen, so und ja, ich habe hier ein Paket. Das ist irgendwie aus dem System und das muss dann persönlich abgegeben werden. Hey! Komm, nimm mir das mit. Bisschen geht ja noch. Wir sind ja auch gleich da. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, ne? Ach, Fracht vom Alten. Es bringt bestimmt was, wenn man das persönlich abgibt, aber ich glaube, für das Let's Play wäre mir das ein zu sehr hin und her. Ich finde das immer noch echt krass. Wenn das jetzt unser Gegenspieler ist, ne? Wenn Fragile meinte, er ist mächtig. Na bitte. Ich will gar nicht wissen, wie mächtig. Mal gucken, was machen wir hier? Können wir hier was abliefern? Konstruktionsmenü. Muss man gedrückt halten. Eine Straße fertigstellen. Was wird denn benötigt? Chirale Kristalle. Ja, habe ich nicht genug für. Vielleicht macht das ein anderer. Auf North City. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID willkommen in South North City. Verteilerzentrum aufsuchen. Jo. Machen wir. Ich muss ja auch mal zusehen, dass ich mir neue Schuhe crafte und die dann mitnehme. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So, dann wollen wir mal. Lieferung, angeforderte Fracht. Und abgeben, bitteschön. Zufriedene Kunden, zufriedene Fracht. Oder zufriedenstellende Fracht, das ist ja besser gesagt. Schön, dich zu sehen, Mann. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefreut haben. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar.
Oha, meine Bots sind ja wieder sehr zufriedenstellend. Voll die Beschädigung. Aber immerhin A. Ich muss unbedingt mit den Bots sprechen. Lieferungsvolumen, ne? Ich muss das mal irgendwie mal ein bisschen aufleveln. Ja, unser Stirn bewegt sich in eine ja nicht wirklich sternförmige Richtung. Ich müsste mehr Verschiedenes haben. Aber was soll's. Also stimmt es, dass das chirale Netzwerk endlich Realität wird? Ich kann's kaum glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. Tödliche Waffen? Oh oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern. Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Als Middle Not City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber... wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... naja. Sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein. Ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du, heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid. Ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. Was ist das? Handfeuerwaffen? Sturmgewehr? Granate? Ja. Den Rücken tragen. Nehme ich das einfach mal so entgegen, ja? Danke, Sam. Du hast South Not City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Hör zu, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache. Ah, deswegen auch die Bewaffnung. Haben wir jetzt mal nach langer Zeit wieder einen Bosskampf? Verlorene Fracht abliefern. Ah. Wein für den Alten. Na dann, Prost Mahlzeit, wenn sie ankommt.
Ein Kampf. Alter Wein für den Alten, ja. Das überspringe ich jetzt einfach mal schnell. Warte mal, was haben wir denn jetzt noch alles dabei? Irgendwas habe ich doch noch auf dem Rücken. Recyceln. Spezielle Legierung. Kann gerne recycelt werden. Sturmgewehr, Granate, Blutbeutel. Natürlich brauche ich das gleich alles. Ich gehe mal davon aus... Nee, das möchte ich nicht recyceln. Das möchte ich eigentlich umpacken. Kann ich das auch umpacken? Nee, wahrscheinlich nicht im Recycle-Menü. Gut. Ich packe nämlich gleich alles, was ich brauche, so Leiter und Haken, erstmal weg. Wer weiß, was da gleich auf mich zukommt. Bosskampf incoming. Thank you. Vielen Dank für die Unterstützung. Reconnect the world. Ja, ja, ja. Privater Spind. So. Nee, Quatsch. Die Leiter. Das Reparaturspray. Nein. So. In den privaten Spind. Ausrüstung herstellen. Ich brauche ein paar Stiefel. Obwohl, warte. Ich kann doch bestimmt auch Gemeinschaftsbriefkasten Fracht nehmen. Vielleicht hat da ja einer... Nö, hier hat keiner Stiefel. Schade. Okay, Ausrüstung herstellen. Ich brauche Stiefel. Bauen. Thank you. Hier. An der Stiefelklemme. So. Dann haben wir das. Dann werde ich jetzt noch... Vielen Dank für deinen Beitrag. Oh Gott, dafür nicht, du. So, dann werde ich jetzt noch Handfeuerwaffe... an Waffenhalterung... ich auch an die Waffenhalterung packen. Granaten. In Granatentasche verstauen. Granatentasche ist voll. Überzählige Granaten werden abgelegt. Ja, mach mal. Blutbeutel. In Vorratstasche. Ist noch der... Ich habe noch den Kletterhaken dabei. Was liegt da? Schockbombe. Nee, die Schockbombe möchte ich gerne mitnehmen. Die packe ich mir auch schön auf den Rücken. Ja, das ist jetzt Management. Da müsst ihr durch. Das wird auch nicht rausgeschnitten. Ich weiß, ich höre das so oft. Ja, schneid das doch raus, wenn das so lange... Da den Kletterhaken noch im privaten Spind. So, danke. Dann haben wir's. Dann sollte jetzt alles geordnet sein. Na, fast. Ich will nachher nicht ins Straucheln kommen beim Kampf. Deswegen. Zack. So, die Waffe packe ich doch nochmal auf den Rücken. Und die Schockbombe auch. So, dann ist das perfekt ausbalanciert. So. Gut. Aber ich werde mir meine coole Brille aufsetzen. Dann wollen wir mal. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise.
Hölle? Da hat sich das Aufräumen doch gelohnt. Bisschen die Zeit gestreckt. Verlorene Fracht an anderen Orten liefern. Du kannst verlorene Fracht auch an anderen Orten als an ihrem Bestimmungsort liefern. Die Bewertung dieser Lieferung basiert auf der Distanz zwischen den Lieferorten und dem ursprünglichen Zielort der Fracht. Da haben wir's. Episode 4. Oh oh. Ist das jetzt der Bosskampf? Zweiter Weltkrieg oder was? Das ist mein Sturmgewehr und den ganzen Kram. Haftwaffe. Handgranate. Und heraus. Wer kann eine Fracht. Ist Haftkugel. Hä? Habe ich keine. Was zum. Heilige, verdammt, was ist hier los? Was zur Hölle? Was habe ich denn jetzt alles? Handfeuerwaffe. Ja, ich bitte dich. Bitte dahin. Was ist denn hier die Haftwaffe? Was soll ich da denn mit? Wo ist die Haftwaffe? Da, Haftwaffe. Verschießt ein Draht? Okay, damit kann ich Fracht dran ziehen. Warum? Ich glaube, ich sollte Handfeuerwaffe. Ja. Alter, wo sind wir hier? Hey, Zweiter Weltkrieg. Kann ich den Blutbeutel auch direkt in die Tasche packen? Schockbombe, Blutbeutel, Vorratstasche, genau. Nicht unnötige Fracht auf dem Rücken tragen, Freunde. Kryptobioniten sind auch am Start.
wetten, ich muss gegen seine komischen Gestalten kämpfen? Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad schwer, ne? Vielleicht sollte ich mal die Beine ausmachen. Warte mal. Entfernen, ablegen. Tragen. Ablegen. Okay, wir lassen... Tragen. Wir lassen die Beine dran. Sind sie Material. Schon mal Panzer ausgerissen. Battlefield, Alter. Aua. Alter Schwede. Erstmal BB beruhigen. Hubbeutel ist leer. Ganz ruhig. Alter! Sam, stopp doch mal. Na klar. Na klar. Ah, shit. Zwei der Blutbeutel sind schon leer. Abladen. Krass. Oh, erstmal Bluttransfusion. Direkt aus dem Beutel raus. Das geht. Mache ich jetzt hier einen Schnitt? Weil ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt dauert. Und ich weiß nicht, was überhaupt los ist. Ja, Sam, sag das mal nicht zu laut. Wir mal lieber die Knarre. Okay, gut. Ja, wisst ihr was? Ich mache hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Sorry für den Cliffhanger, aber bis zum nächsten Mal.